Hey, bist du unterwegs zur Besprechung? Oh, noch nicht. Ich warte, bis das ganze gefährliche Zeug vom Tisch ist. Diesmal besorge ich mir eine schön einfache Aufgabe. Mhm. Einfacher. Ja, ich sehe jetzt schon, wie einfach es wird. Ihr wisst es, was ich meine, ne? Wir werden dann nämlich einen tollen Plan entwickeln. Wollt ihr zur Besprechung? Nur zu. Ist es denn diesmal wirklich eine Besprechung oder ist es wieder ein Filmabend? Ich frag nur. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich hätte den Filmabend ganz gerne. So, ich biege ganz kurz noch hier ab. Das ist, gelinde gesagt, ein wenig enttäuschend. Hm. Welcher Film darf es denn sein? Ich wäre für Star Wars Episode 3. Da hatten wir schon. Den hatten wir eigentlich schon, aber gut. Alles außer 7, 8 und 9. ich meine natürlich, egal welcher Film. Okay. So, ich dackel mal kurz ganz langsam und fröhlich zur Besprechung. Obwohl die Waffensysteme dieses Todessterns noch nicht einsatzbereit sind, wird er von einem Energieschild geschützt, welcher vom nahegelegenen Waldmond Endor aus aktiviert wird. General Carissian hat freiwillig das Kommando für diesen Einsatz übernommen. Viel Glück. Wir können den Todesstern jedoch erst angreifen, wenn der Schild deaktiviert ist. Mein Team ist bereit. Ich mach auch mit. Oh, geil. Wir nach Endor kommen, ohne dass das Imperium uns bemerkt. Es gibt einige imperiale Frachtschiffe im Hangar, die wir uns geliehen haben. Damit schleichen wir uns runter. Verstanden. Dann los. Mhm. Ich fall auch gar nicht auf. Na gut. So, also da war General Akbar, der Fisch im Aquarium. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie ihn in ein Aquarium packen. Okay. Das ist die Kommandobrücke. Da sitzt später General Akbar, der Fisch, ohne Aquarium, ne? Und kommandiert die gesamte Flotte. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie diesen Charakter, der so wichtig war und auch so viele Fans hatten, dass sie den einfach rausgestrichen haben. Also wirklich in einer dämlichen Szene haben sie den sterben lassen. Einfach so nebenbei. Ohne Gewichtung, ohne alles. Der wurde einfach... du meinst General Akbar? Das, der da in diesem Aquarium saß. Dieser Fisch, der da geredet hat. Den haben sie in einem... Ich weiß gar nicht, in Episode 8 haben sie ihn, glaube ich, sterben lassen oder so. Nein, das war kein Glubschi. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber gut. Okay. Da geht's nicht zum Hangar, da geht's irgendwo anders hin. Aber trotzdem, ich fasse es nicht, dass sie ihn einfach haben sterben lassen. Also wirklich ohne Gewichtung und in einer Szene, wo du denkst, warum? Warum gerade er an dieser Stelle? Weil er war, das war der bei Star Trek hättest du gesagt, der Red Shirt. Ja, das rote T-Shirt ist an der Stelle gestorben. Ja, und naja. So, ein Lambda-Shuttle. Oh, das muss ich mir angucken gehen. Moment. Entschuldigt. Ich hoffe nicht, dass die Szene gleich losgeht. Ich muss kurz zum Lambda-Shuttle. Ich muss es mir angucken, weil ich habe das Modell von Lego. Ich habe es, deswegen. Ja, es geht genauso auf. Ja, ja, ja. Nein, das Innenleben ist anders. Da passt nämlich nur eine Figur rein. Ist nicht breit genug, was sie da gemacht haben. Also hier ist es breiter dargestellt. Und insgesamt ist es ein bisschen klobiger. Also das Modell ist schöner. Viel schöner. Und vor allem, eine Sache muss ich jetzt mal ganz grob sagen, ja? Also, ich hüpfe hier absichtlich hoch. Das ist ja alles komplett weiß. Also meine Steine, die ich da habe, die haben so ein bisschen Farbunterschied. Das ist bei weiß normal, bei Lego. Du hast immer mal wieder so ein paar Steine, die heller sind, ein paar, die dunkler sind.
Und übrigens ganz akkurat auch alle ganz glatt angeordnet. Versuch das mal. Ist schwierig. Aber gut, was soll's. Wir fliegen los. Wir fallen nicht auf. Das Imperium wird nicht wissen, was kommt. Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe versprochen, diese Vorräte zur Basis auf Yavin 4 zu bringen, aber habe vergessen, dass ich bereits eine Mission habe. Schön doof. Ach, nichts Besonderes, nur irgendwelche Rebellen aus der Not retten. Das Übliche eben. Also, kannst du mir helfen? Nee. Bin ich dringend. Nee, nein, ich bin hier gerade beschäftigt. Okay, sollen wir ihm helfen oder nicht? Ist aber absolut von der Story entfernt. Frage an euch. Warum fliegen denn hier so viele? Ah, okay. Danke. Hier ist die Fracht. Bringen Sie so schnell wie möglich nach Yavin 4. Aber pass auf, unterwegs lauern imperiale Patrouillen. Viel Glück. Mhm. So, jetzt habe ich endlich wieder Steuerung. So, wo ist denn? Hä? Wo ist denn der Komet? Moment. Endor? Hier flog doch gerade ein Komet. Ach, da. Hilft ihm Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung, ja. Muss mal kurz ein bisschen Geld sammeln. Bin gleich fertig. Zack, bin gleich fertig. Das Problem ist, wir sind mit einem imperialen gekaperten Schiff unterwegs. Sollen jetzt nach, was war das? Yavin 4. Okay, ihr sagtet, ich soll die Mission machen, also machen wir das. So, jetzt wundert sich General Akbar, wo wir hinfliegen. Und der Rest der Rebellion auch, ne? Also, die wundern sich jetzt alle, wo wir hinwollen. Das Schiff transportiert unbekanntes Dings. Das gefällt mir nicht. Feuer frei! Und das in einem Lambda-Shuttle, was nicht für Kämpfe gedacht ist. Halt, Schmuggler! Diese Ladung übernehmen wir! Ich bin raus! Aber es ist ja Gott sei Dank ein relativ leichtes Spiel in den Kämpfen hier. Oh! Das Schlimme ist eigentlich eher die Orientierung, als dass man hier kampfmäßig... Ich hätte mir eigentlich fast schon einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad gewünscht. Ein gut. Luxus. Dafür kommt man gut durch. Nochmal Achtung. Ihr fliegt nirgendwo hin, bis ihr uns diese Ladung gegeben habt. Oh. Ich beschwere mich und schon werde ich beschossen. Warte mal. Irgendwas? Er schießt sehr langsam. Es ist ein Transport-Shuttle für VIPs. Das Ding ist nicht für den Kampf gebaut. Wobei, eigentlich ist es falsch. Es müsste nach hinten sogar schießen. Das
hat eigentlich hinten eine Kanone. Weil es eben nicht für den Kampf konzipiert wurde. Okay, noch einer. Uff. Zone abgeschlossen. Was kommt jetzt? Ein Sternzerstörer? Ich hoffe nicht. Wer soll denn dann schießen, wenn nur einer reinpasst, zumindest in deinem Lego-Modell? Normalerweise, also in den Filmen, sitzen zwei vorne drin und hinten sind die Transportgäste. Also, ja, einer kann schießen, einer kann fliegen. Übrigens, jemand kann auch steuern, wie ich gerade mitgekriegt habe. Alle guten Dinge sind drei, hoffe ich. Na? Gott sei Dank haben die Thais alle kein Schild. Weil die brauchen ja auch keine Schilde. Die Shuttles haben Schilde, aber diese Abfangjäger und so weiter haben keine, weil sie haben sehr einfach mehr Masse, ja? Die Idee war ja halt zu sagen, pass mal auf, ihr habt halt wesentlich mehr Piloten und mehr Fluggeräte. Deswegen alles kein Problem. Ich schaff das gleich, Moment. Außerdem seid ihr schneller und wendiger und deswegen braucht ihr keine Schilde. So ist wohl die Erklärung. Ja, sind prinzipiell die cooleren Fahrzeuge, das stimmt. Das ist definitiv so. So, das war der dritte Sprung. Komme ich jetzt irgendwo mal an? Ah. Yay! Schön, dass wir da hinten wirklich ein Transportding dran haben mit dem Traktorstrahl. Oh, Theron, endlich. Moment mal. Du bist nicht Theron. Was ist passiert? Melde dich beim Rebellenschiff. Wahrscheinlich da unten. Ich gebe Gas. So, was ist passiert? Das ist eine gute Frage. Ned hat ja also seine Arbeit aufgeheizt, wie? Aber vielleicht kommt er ja noch vorbei, um sich dafür zu entschuldigen. Ja, Theron, Ned hat ganz bestimmt ein schlechtes Gewissen und ist schon auf dem Weg. Natürlich. Okay, ich schätze, das war's. Danke für die Lieferung. Die neuen Medaillen werden dringend gebraucht. Bei der letzten Zeremonie sind sie ausgegangen und der große Haarige fand das gar nicht lustig. Chewie hat keine Medaille gekriegt. Ach, ist das gut. Okay, wir haben es geschafft. Das war eine nette Nebenmission. Okay, schön, dass wir die gemacht haben. Ich danke fürs Überreden, dass ich die machen sollte. So, wir haben auch das und dann kann ich wieder zurück nach Endor. Null Problemo, trotzdem danke. Herzlichen Dank. So, einmal wieder zurück. Kann ich hier, ich kann wieder drehen. Okay, also in diesem Ladenbildschirm kann man das Schiff steuern, so ein bisschen. Während wenn man zum Planeten fliegt, da geht's nicht. Okay, Endor, Gelände. Ja, na dann. Zum Waldmond Endor. Da fliege ich mal hin. Zu den Ewoks. Ja. Genau da wollen wir hin.
die ich persönlich nerviger fand als die Gungans aus Episode 1. Ne? Also alle haben Jar Jar Binks nicht gemocht. Ich mochte den und ich mochte halt die Ewoks nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand die nicht so knuffig. Die kleinen Teddybären. Wo wir ja gelernt haben, dass das eigentlich Wookies sein sollten und die Kostüme nicht reichten. Chewie und ich kümmern uns darum. Ihr wartet hier. Mhm. Da drüben! Rebellen! Sie suchen den Schildgenerator! Sie dürfen nicht weitergeben, dass wir hier sind. Geben wir ihnen noch keine Gelegenheit. Na, das läuft ja gerade super. Yay! Leia, pass auf! Noch mehr Truppler! Warum hängt denn der da eigentlich im Käfig? Die haben ihre eigenen Leute eingesperrt. Warum? Luke? Luke! Du hast ein Lichtschwert. Regel mal. Luke ist K.O. Wie konnte denn das passieren? Ich glaube, ich weiß, wie das passieren konnte, denn da kam gerade ein Speederbike vorbei. Hi. Komm her. So, und was ist das? Was mit dir da hinten? Ah, ja. Zack. So. Nein, los, jagen wir sie. Durch. Aber erstmal muss ich mal ganz kurz hier aufräumen. Die Scout-Trooper. So, oh, ich habe Leia erschlagen. Der andere Kollege, du hast recht, er hat gerade seinen eigenen Kollegen überfahren und ich habe gerade, ja, ich kommentiere das mal nicht, was ich da gerade hingekriegt habe. Gut, aber hier oben, das ist überraschend. Das kann ich aber nicht ändern. Hab nämlich die falsche Figur, glaube ich. Na gut, also einsteigen. Irgendwelche Tipps, wie man diese Dinger fährt? Oh, ist das geil. Huch. Hey. Hilfe. Rechts Gas, links Bremse. Nein, das Ding hat keine Bremse. Es hat auch kein Gas. Es fährt automatisch. Ich kann nur noch links und rechts. Wow. Ist das aber geil gemacht. An festhalten. Ja, ja. Festhalten trifft es. Wir sind nicht über den Berg. Noch mehr Sturmtruppen. AT-AT. Mitten im Wald. Steht einfach mal rum. Warum auch nicht? Die Teile haben es echt in sich. Ja, die sind ganz schön flott. Ich konnte hier abbiegen oder so. Bin mal nach links. Vielleicht war es richtig. Ich habe keine Ahnung. Ist das ganz schön schnell hier. Wow, wow, wow. Wow, 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 aua. So, tschüss, mach's gut. Ah, darf ich hier runter? Ja. Okay. Wow, 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 wow. Luke, wie fährst du denn? Wir haben Bäume. Das ist ja hier. Ich habe auch keine Ahnung. Das Ding konnte ich nicht abschießen? Das war nicht abschießbar. Ihr habt es gesehen, ich kann ganze Bäume zerlegen, aber das Ding war nicht abschießbar. Ja. Du, das ganze Level sieht irgendwie cool aus hier, wenn man die Bäume zerschießen kann. Auch wie die sich drehen und dann explodieren. Echt geil gemacht.
viel besser geeignet. Viel weniger Bäume. Hast du die Bremse an diesen Dingern schon gefunden? So, Lea sucht die Bremse. Ich auch. Ah! Versuche hier überhaupt noch einen Weg zu finden. Und sie haben eindeutig noch einen zweiten Gang, weil die ganzen Scout-Trooper auf ihren Bikes sind schneller als wir. Boah, Hilfe. Kampfläufer! Ich sehe es! Kampfläufer! Brennender Wald! Panik! Oder so ähnlich. Und such lieber mal den zweiten Gang. Anstatt die langweilige Bremse. Ich hab den nicht. Ich kann. Erstens sucht er nicht die Bremse. Zweitens sucht er nicht den Gang. Mein Gott. Wow. Mir geht's gut. Bin ich nur. Warum fahre ich durch ein Lager? Aua, aua. Irgendwas schießt gerade auf mich. Oh. Das Level ist tierisch lang. Gleich sind wir einmal um den Planeten. Also, es gibt ja hier nur Wald. Oh. Uhu. Ich wurde gerammt. Frech. Ich explodiere übrigens gleich, wenn ich das da unten richtig sehe. Hier war ich schon. Hä? Da steht, 1 von 5 haben wir eliminiert. 2 von 5. Was war mit den anderen? Ich habe doch schon so viele abgeschossen. Hat da was nicht gezählt? Weil wir drehen nochmal die zweite Runde. Drei von fünf, okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Dann halt nochmal, ja. Ich hab doch ganz viele von denen schon abgeschossen. Vier von fünf. Okay, vielleicht... Ja, das kann sein, dass die im Prinzip... Aber eigentlich, nein. Die drehten sich hier immer im Kreis und... Naja. Ich kommentiere es mal nicht. Es muss ja nur noch einer abgeschossen werden. Mal gucken. Was? Ich habe keine Ahnung, was mich gerade gekillt hat. So. Reicht das? 5 von 5. Geht doch. Lea. Wir sind getrennt worden. Warte, halt! Hey. Oh. Hey, halt das jemand anderem vor die Nase. Oh, mein Kopf! Du meine Güte! Verstehst du was von dem, was sie da reden? Aber ja, Master Luke, sie haben uns in ihren Stamm aufgenommen. Lea! Luke, was ist los? Vader ist hier. Er ist mein Vater. Dein Vater? Die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie. Ich habe sie. Und meine Schwester hat sie auch. Irgendwie habe ich es immer gewusst.
Dann weißt du auch, weshalb ich mich ihm stellen muss. Er wird uns den schnellsten Weg zum Schutzschildgenerator zeigen. Oh, gut. Ist das gut. Das Dorf der Ewoks auf Endor. Ja, gut. Die Bremsaktion von Luke Skywalker war ein bisschen außergewöhnlich. Aber ja, wir haben die Bremsen gefunden. Definitiv. Definitiv. Das stimmt. So. Und ich habe auch einen schönen Ort gefunden, um zu sagen... Wir können diesen Pelzknäueln vertrauen? Chewie hat recht. Sie sind unsere beste Option, die Basis zu finden. Gut. Aber ich behalte den Kerl im Auge. Tun wir. Das ist aber eine schöne Stelle, weil schöne Basis und so weiter, um für heute dann, ja, ich sag's mal, den Stream zu beenden und auch das Spiel zu beenden. Und wir spielen es dann beim nächsten Mal weiter.